und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Omen. Der Controller hier wieder. Jetzt ist er wieder an. Ist nämlich eben beim Warten ausgegangen. Und geht es hier weiter. In unserem wunderbaren Puppenhäuschen. Ich weiß jetzt die Tür offen. Ach, okay. Hätte ich das eben gar nicht machen brauchen. Hallo. Schön. Okay. Jetzt? Erinnere mich wieder. Heilen. Und das Geile mit dem Flammschwert können wir hier jetzt natürlich wieder alles in Brand setzen. Das ist sehr schön. Bitte, help me, kind sir! Schlimmsten ist es, dass wir die Werwolfform ganz oft brauchen. So. Geh weiter. Das ist. Weil ich einfach nicht weiß, von wem. Ach, da steht noch jemand. Okay. Hey, Victor! Jetzt können wir auch durch. Ganz logisch natürlich. Massen sterben. Und? Ja. Okay. Weiß es wieder. Müssten wir eigentlich kurz vom Boss sein? Glaube ich. Nicht im Sinne. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Elzevier, ich bin gekommen, die Seele zu holen. Ottmar schickte dich also, mich zu töten. Du trägst seinen Geruch. Oder ist das der Geruch des Todes? Beides. Puppenmacher, ich habe keine Zeit für diese Spiele. Die Seele ist mein. Ich habe sie mir verdient. Ottmar hat sie mir gegeben. Dann sollst du sie dir mit Blut verdienen. Was für ein seltsames Mensch. Nun muss ich noch die Seele finden. Du sollst sie nicht haben. Sie ist mein. Lebe wohl, meine Liebe! Ich war glücklich, dich schnappen zu dürfen! Ja, das geht hier so eine ganze Weile.
Da ist er tot. What an odd little man. Now, to find the soul. They picked us! Perfekt. Und damit haben wir Elsevier erledigt. Elsevier hat die Seele des Mädchens in eine kleine Stoffpuppe eingearbeitet. Nie werde ich erfahren, was seine Absichten waren. Dann einmal wieder zurück. Jetzt nochmal speichern. Na, so lange dauert das hier gar nicht mehr. Aber es kommen noch 3 entscheidende Szenen. Ja gut, eigentlich 2 nur noch. Aber, naja. Ich hoffe, jetzt ist sogar Teddys aufgespießt. So, ihr gebt mir jetzt magische Energie wieder. Das ist sehr schön. Daraus. Ja, komm ich. Den jetzt. Der Fledermaus. Hallo. Ja. Ja. Wobei sieht man hier aber auch schon, dass man fast alles erledigt hat. Außer die Orte, wo wir jetzt noch nicht erkundet haben. Aber, naja. Ich will es ja auch nicht auf 100% machen. Sequenz. Ich liebe sie. Diese Fledermausfahrten sind eigentlich so mit das Geilste. Für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie ihr sie findet. So. Hat er bloß gelaufen? Der Blaulicht. Ja, der hier hat mich natürlich jetzt gesehen. Mir aber Wumpe, wir sind schneller. Schneller als der volle Ritter. Sind wir wieder drin. Der Teppich ist cool. So, dann holen wir uns mal unsere Belohnung ab. Ich betrat den Hof mit dem Kopf des Puppenmachers in einer Hand und der Puppe mit der Seele des Mädchens in der anderen. Als ich beides vor dem König ablegte, sah ich, wie Leben in seine Augen kam. Da sie nun die Puppe hatten, konnten die Hofmagier die Seele des Mädchens wiederherstellen. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, tapferer Krieger. Mein Königreich ist nur eine geringe Belohnung für das Leben meiner Tochter. Willendorf ist dein, wenn du willst. Es ist nicht dein Königreich, das ich wünsche, sondern deine Armee, Ottmar. Ich benötige Truppen, um die von Norden her einfallende Horde zu vernichten. Sehr gut. Höflinge, holt mir meine Waffen und meine Keule. Wir müssen Krieg führen. Nein, müssen wir nicht.
Dann ist ja alles. Tausende von keins. Der Untergang von Nosgoth ist nah, Freunde. Heute werden wir als Helden sterben. Wollen wir nicht morgen ein Sklavendasein fristen? Zu den Waffen! Für Nosgoth! In der Ferne sah ich die Armeen der Nemesis vorstoßen. Eine schwarze Flut, die bald schon über die Armeen der Hoffnung hereinbrechen würde. Warte mal. Ich glaube, dass es jetzt tatsächlich egal ist. Ich werde hier jetzt gerade mal nicht mitkämpfen. Er beunruhigt es, dass die Leute hier alle aussehen, als hätten sie meine oder unsere Rüstung an. Also nicht unsere jetzige, sondern... sondern die von denen vorher. Die interessieren sich jetzt auch nicht mal mehr dafür, dass ich ein Vampir bin. Die achten einfach nicht drauf. Die wollen mich nur tot sehen. Hallo. Aus die Maus. Sie kamen in Scharen. Nicht ach, das ist der König. So heiß wie die Leidenschaft, die von einem Irren angespornt wird. Die das ist der Armeen König. Der Nemesis waren stark und fast unaufhaltsam. Hallo. Weg. Ottmars Tod brachte die Wende. Echt? Ich beobachtete, wie die letzten Überlebenden der Armee der Hoffnung sich in den Wald flüchteten. Der Sieger der Schlacht Gut? stand damit fest. Echt? Das Schicksal von Nosgoth lag nun in den Händen der Nemesis. Das hier? Ich stillte meinen Durst an den Kriegern der Horde, sowie denen der Hoffnung. Aus ihrem Sterben erhielt die Stärke. Ja, okay. Okay, es ist egal, welche Richtung wir lang gehen. Wir hätten sogar noch Zeit, da was draufzuschreiben. Ja, also ich glaube, die Schlacht haben wir verloren. Also nur mal so zur Info, hier gibt es keine. Also keine Items. Aber nur ein Schlachtfeld und jetzt brauchen wir tatsächlich das Ding hier. Sonst wären wir gleich massakriert. Hallo, lass mich frei. Ihr geht mir auf den Zwirn. Okay. Da, mit dem Schild sind wir gegen alles immun. Nur nicht gegen irgendwelche Stacheln. Weißt du, wir sind gegen... Oh, wir sind gegen so Mörderstacheln. War nicht so... Was? Hoppla. Wird schön aufgespießt, würde ich sagen. Hat sich denn jetzt geändert? Ich wollte gerade sagen, will das Spiel nicht abgestürzt sein. Auf einmal war das Schlachtfeld verschwunden. Wo vor kurzem noch Blut am Boden zu sehen war, wuchs nun saftiges Grün. Wo Chaos geherrscht hatte, überwog nun eine unheimliche Stille. Leider schien es für mich von dort kein Fortkommen zu geben, denn das Zeitflussgerät lag in Trümmern am Boden. Ja. Das hier ist sozusagen ja, die erste der wichtigen Szenen gewesen. Und der Stein, der die ganze Reihe ins Rollen bringt. Die PIA. Wir sind in die Zeit gereist mit dem Zeitsprunggerät, was ja auch gerade gesagt wurde. Who
Würdet ihr zusehen, wie Ungeziefer eure Ernte vernichtet? Nein! Euer Haus niederbrennt? Nein, nein! Wollt ihr dieses Unheil tatenlos zulassen? Nein, nein! Wird das Böse ein Ende nehmen? Es muss! Glaubt ihr daran? Ja, ja, ja! Dann bringt mich zu eurem König und ich bereite euch auf den Kampf vor. Ja, wir haben jetzt etwas getan, was wir nicht hätten tun sollen, denn ich bin gerade am Überlegen, ob das noch gesagt wird oder nicht, aber wir haben gerade jemand sehr, sehr Wichtiges umgebracht.